Warte mal, der Kopf. Du hast echt, irgendwie schaffst du es immer, dass der Kopf anstoßt beim, wie heißt das? Warte, bleib stehen. So, jetzt passt. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge der Dampfplauderer und heute seht ihr uns in einer, ja, sehr ungewöhnlichen Kulisse. Heute geht es nämlich um ein ernstes Thema, was wir aber heute für euch ein bisschen humoristisch aufbereiten wollen. Und zwar geht es um Vorurteile. Ja. Dann wird man ja genug kämpfen. Genau. Und deswegen viel Spaß bei unseren 5 Vorurteilen, die es gibt gegenüber dem Dampfen. Weißt du eigentlich, wie ungesund dieses Krafeln ist? Ja, ein Vorurteil, was jeder kennt, ja, als Dampfer. Dampfen soll ja angeblich schädlicher als Rauchen sein, ist kompletter Bullshit. Marina, warum? Bei der Zigarette oder bei der traditionellen Zigarette werden ja alle Schadstoffe verbrannt. Das alleine passiert in unserer Dampfe schon mal nicht, ja, was ja grundsätzlich schon sehr gut ist, weil auch jedes Steak krebserregend wird in dem Moment, wo es verbrennt. Ja. Grundsätzlich kann man aber auch noch dazu sagen, dass in unserer Dampfe zu 95% in etwa weniger Schadstoffe enthalten sind als in der typischen Zigarette. Ach, Alter, bitte tu das weg, die explodiert! Ja, die E-Zigarette explodiert. Der größte Bullshit, seitdem es Medien gibt, eine E-Zigarette explodiert nicht. Die Akkus entgasen, ja, und jeder Akku kann entgasen, ob in einem Mobiltelefon, ob in einer E-Zigarette oder wo auch immer diese Form von Akkus verbaut sind, kann ein Akku entgasen. Bei sachgerechter Bedienung und auch wenn man sie mittransportiert in einen Case, kann es zu 99% ausgeschlossen werden. Also, Bullshit. Bevor du den Schaß nimmst, hör doch einfach kurz auf. Ja, liebe Leute, warum höre ich nicht mit dem Dampfen auf? Weil es Spaß macht und weil es für mich ein Genussmittel ist, wie für andere Kaffee oder Tee zum Beispiel. Bitte, das ist ja für alle sicher Einstiegsprobe, was kommt als nächstes? Kiffen oder was? Also Dampfen gehört definitiv zu keiner Einstiegsdroge und kann nicht einmal ansatzweise mit einem Kiffen verglichen werden. Nachdem Dampfen zu 95% unschädlicher ist als Rauchen, ist diese These einfach vollkommener Blödsinn. Abgesehen davon darf man auch nicht vergessen, wie viele Dampfer es gibt, die sogar nikotinfrei sind. Du weißt schon, dass dieses Passiv-Dampfen meiner Gesundheit schadet. Ja, liebe Leute, Passiv-Dampfen ist wirklich extremst gesundheitsschädigend. Bitte daher auch bei der nächsten Spaghetti-Party unbedingt Gasmaske aufsetzen in der Küche. Wichtig, ja. Nicht mehr das Haus zu verlassen, weil Abgase und Feinstaub extremst gesundheitsgefährlich und bitte auch nie mehr eine Disco zu betreten aufgrund der Einlegungsgefahr. Genau, deswegen am besten zu Hause bleiben, irgendwo einen sterilen Raum vorbereiten und dann wird alles gut. Ja, das waren sie, die 5 Vorurteile gegenüber uns Dampfern. Ja, und es werden wahrscheinlich noch viel, viel mehr kommen, ja. Aber wir wissen uns zu wehren, wir sind eine Community, wir halten zusammen und
wir zumindest als Dampfplauderer werden nie aufgeben, Menschen vom Rauchen einfach wegzubringen und zu einer alternativen Alternative zu führen. Ganz genau. In diesem Sinne, wave on. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes. Tschüss. Nur weiß um dich. Hallo und herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Zwei Big Mac und ein Cola Light. Macht 5 Lights, gefahren Sie zum zweiten Fenster bitte. Hallo Österreich. Ein Junge in den Raum. Alter, das kann nicht gesund sein. Schnitt. Schnitt.